Oft enthalten antisemitische Äußerungen die Anschuldigung, die Juden betrieben eine gegen die Menschheit gerichtete Verschwörung und seien dafür verantwortlich, dass die Dinge nicht richtig laufen. IHRA, Arbeitsdefinition Antisemitismus. Zygmunt Baumann sagt, ein besonders transponibles, transponierbares, übertragbares, immer anwendbares, antisemitisches Stereotyp ist das Bild von der internationalen jüdischen Verschwörung, die den Untergang nationaler Staaten, die Zerstörung von Kultur und Tradition betreibt und die Welt unter jüdische Herrschaft zu bringen trachtet. Wir haben es hier mit der schmählichsten und einer der gefährlichsten Formen des Antisemitismus zu tun. Unter den Vorzeichen dieses Stereotyps strebten die Nazis die Ausrottung der Juden an. Ist gleich der Weltvergifter. Ein Stereotyp, eine Projektion ist gleich eine Täuschung, eine Lüge, eine verleumderische, verletzende, beleidigende, kränkende, verunglimpfende, diffamierende, diskriminierende Anklage, ein Vorurteil, verurteilt das Judentum zum Untergang. Die jüdische Weltverschwörung sind die Machenschaften einer supranationalen Elite, einer unsichtbaren Macht, der unsichtbaren Hand im Hintergrund, die bei allen Vorgängen, auch den scheinbar spontanen und unkontrollierten, die als negativ rätselhaft empfunden werden, die Fäden zieht, sagt Baumann. Eine Verschwörungstheorie denkt sich Hintermänner. Gibt es überhaupt eine Verschwörung einer supranationalen, internationalen Elite zur Erlangung der Weltherrschaft? Hat eine supranationale Elite bereits die Weltherrschaft inne? Gibt es supranationale Eliten, die sich um die Weltherrschaft streiten? Im Hintergrund werden Fäden gezogen. Hintermänner stehen hinter den Politikdarstellern, den Charaktermasken. Wenn ein jüdischer Politiker zu sehen ist, im Vordergrund, wer steht dann hinter ihm? Verborgene Juden oder eine supranationale Elite, die nicht homogen zusammengesetzt ist? Welche Hintermänner stehen hinter den Juden? Gibt es keine Hintermänner in der Welt? Wer sind die Hintermänner in Deutschland, in Europa, in den USA, in der Ukraine, in Russland, in China? Steht hinter den Chinesen niemand? Stehen die Chinesen allein? Wer steht hinter Russland, China? Steht hinter Deutschland die USA? Wer steht hinter den USA? Wenn es keine Hintermänner gibt, steht hinter den Menschen ein System. Und es gibt Systemgegensätze.